Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Weiß 2. Ja, im letzten Part waren wir auf der Suche nach Team Plasma auf Route 22. Die müssen aber hier auf Route 21 bzw. irgendwo in der Strandgrotte auf uns warten. Hoffentlich. Hallöchen, wie wär's? Wollen wir gleich loslegen? Klar. EP ist immer gut, vor allen Dingen für die Pokémon-Liga. Scaraborn. Da müssen wir auf den Nahkampf aufpassen. Schon das zweite Mal, dass es Verhörner erlernen soll. Nein. Dun, 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 dun. Ich will wissen, was da unten ist. Wir müssen bestimmt noch da hinten. Top-Genesung. Wie kommen wir denn da hin? Ah, so, okay. Ja gut, dann komm her. Keine Sorge, ich bin dir nicht böse, wenn du gegen mich gewinnst. Mir geht es in erster Linie darum, mein Pokémon-Team zu trainieren. Wie brava. Sollte eigentlich schon zum Libeldra sein, oder? Doch, Vibrava entwickelt sich doch auf Level 46 zu Libeldra. Aber vielleicht wollen einige Trainer auch nicht, dass sich das Pokémon weiterentwickelt. Squawgler. Giftflug. Weiterentwicklung Flug und Licht. Oder hat es dann auch eventuell noch den Bodentypen? Ich weiß es nicht. Flugboden, alles klar. Oder Giftboden, das kann auch sein. Was nicht so, auch Scottler konnte in der zweiten Gen nicht fliegen, aber erst ab der dritten Gen oder so? Da war doch irgendwas. So. Das ist ein Castelliff, ne? Ja, moin. Hallo, Castelliff. Ah, okay, cool. Wir sind doch richtig, hätten wir nicht weiter reingehen müssen. Du hast sie also gefunden. Ich wusste doch, du schaffst das. Aber wie kommen wir da rein? Wartet! Eine schwere Brücke hat sich feierlich herabgesenkt. Das sollte passen. Und ich dachte, du hättest keine Ambitionen, gegen Team Plasma zu kämpfen. Meine Freunde, ich habe kein Problem mit Team Plasma. Es kann schon sein, dass sie wirklich allerlei Böses aushecken. Aber nur weil alle sagen, sie sind böse, will ich sie nicht vorschnell verurteilen, ohne mir selbst meine Meinung gebildet zu haben. Das ist einfach nicht mein Stil. Doch wenn ihr Hilfe braucht, dann will ich euch auch helfen. So viel ist auf jeden Fall klar. Danke. Hört mal her, ihr müsst an etwas glauben. Die gestohlenen Pokémon zu suchen ist auf jeden Fall ehrenwert. Die Einar-Region vor der Eiszeit zu bewahren ist ebenso nobel. Jeder Grund ist im Prinzip recht. Was zählt, ist das Warum. Je stärker ihr an etwas glaubt, desto stärker werdet ihr werden. Und mit euren Pokémon zusammen. Ich war ein bisschen laut, da sind ein paar Leute aufgetaucht. Also dann, immer schön vorsichtig sein.
Ja, ich vertraue diesen Benson noch nicht so wirklich. Was soll das? So ein Drückeberger. Na, vielleicht war er ja auch nur auf seine ganz eigene Art freundlich. Also, legen wir mal los. Die überlasse ich dir. Du schaffst das locker, oder? Hey, ihr gehört zu dem Typen mit der lustigen Badehose, der die Gateway heruntergelassen hat. So ein Mist. Ich habe sogar das Castellift beseitigt. Ihr habt sogar das Castellift beseitigt, das euch den Weg versperren sollte. Auf geht's, Plasma! Ist klar. Fällt mir gar nicht. Das reicht aber durch Crit. Schön. Verflixt, die Gateway ist noch nicht hochgezogen. Also gut, diesmal werde ich dieses Schiff genauer unter die Lupe nehmen. Warum versenken wir es einfach nicht? Neulich in Maria City kam Viola Chaos von dort drüben. Hier ist eine Sackgasse, was haben wir hier? Versuch nicht, dich vor deinem Wachdienst zu drücken, indem du irgendwelchen Unsinn erzählst. Eindringlinge! Lasst sie erstmal durch. Der scheint zu schlafen. Und, habt ihr die Kerle mit der Badehose gefunden, der die Gateway heruntergelassen hat? Heimzahlung. Beleber, okay. Hier ist es. Los, lass uns gehen. Ja, ist ja schon gut. Warte auf mich. Wer seid ihr denn? Nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Thank you.
Jawohl. Ich muss die anderen warnen. Oh nein, wir müssen den Schalter bewachen. Die hatten Filio nicht dabei. Das sind Barrieren. Außerdem gibt es hier ein Gerät, in das man ein Passwort eingeben kann. Das heißt, wir müssen das Passwort herausfinden, um die Barriere zu deaktivieren. Dottina, wir teilen uns auf und suchen nach dem Passwort. Ah, das erinnert mich ein bisschen an Team Rocket. Kann man hier rein? Nee. Der Dulli schläft immer noch. Alles klar. Schon wieder. Hoppla. Sieh mich nicht so misstrauisch an. Ich trage zwar diese Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zu Team Plasma. Ich bin als Spion hier, für den Fall der Fälle. Es muss schwer sein, seine ehemalige Kameradin zu bespitzeln. Das glaubt ihr dem Typen doch nicht. Sag mal, weißt du etwas über ein Filio, das ihr in Inventura City gestohlen habt? Darüber weiß ich nichts. Das dachte ich mir. Von einer Bande, die die Weltherrschaft an sich reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Aber ich wollte damals wirklich die Pokémon retten. Wir haben erstmal zwei Dullis. Ey, Nummer eins. Das hier ist unser Zuhause. Ich werde nicht zulassen, dass hier jemand herumlungert. Herumrundern hier, Entschuldigung. Irgendwo hatten wir noch einen Dulli. Ja, hier. Hey, du da. Hast du den Eindringling gesehen? Moment, du bist der Eindringling. Ah, die von Team Plasma sind nicht so helle, wie sie aussehen. Wobei das Outfit ist auch fraglich. Aber das geht noch. Ich sag mal so, ab der sechste Gen und die achte Gen, die Outfits gefallen mir überhaupt nicht. In der sechsten Gen ist es ja Team Flair, ne? Aber die Story hat mir so ein bisschen gefallen in der sechsten Gen. Gab's auch ein Happy End, etc. War schon schön. Wir trainieren Flampion mal bis Level 45, 50, Pi mal Daumen. Haben wir noch eine Wache? Ich bin noch ganz neu bei Team Plasma. Und habe noch nicht mal ein Pokémon bekommen. Aber ich weiß trotzdem etwas ganz Nützliches. Um das Passwort anzugeben, braucht man eine Plasma-Karte. Ja, toll, hast du irgendwelche Infos? Auch nicht. Und du hier?
hier wohnt ihr also denn in den Kajüten? Wenn du dich Team Plasma in den Weg stellst, mache ich dich fertig. Was mich mal auch so interessieren würde, so, ich gucke ja den Anime Step by Step, wenn Team Rocket dann irgendwann mal auf, ja, so Team Plasma oder Team Flare und so trifft, das interessiert mich immer ganz, ja, oder ein bisschen. Das Passwort, gib doch ein, was du willst. Meine Lieblingszahl ist übrigens die 0. Okay, 0, ja. Bestimmt kriegen wir von jedem Plasma eine Zahl und dann müssen wir ein bisschen rumprobieren, ne? Wir von Team Plasma werden die Einal-Region erobern. Dafür brauche ich deine Pokémon. Gib sie mir! Ich erkenne meine Niederlage an und gebe dir jetzt unverzüglich den Hinweis. Die erste Ziffer ist die 2. Ich schreibe mir das mal lieber auf. Ich kenne mich doch. Was hat er gesagt? Die erste? Okay, es gibt 4 Zahlen wahrscheinlich. Die erste Ziffer ist eine 2. Und wir haben noch eine 0. Achtung, Achtung, Eindringling an Bord. Alle Mann auf Gefechtsstation. Ich habe meinen Auftrag vermasselt. Mir wurden meine Pokémon weggenommen. Auch die, die ich gestohlen habe. Das legendäre Pokémon Reshiram, das die Einal-Region erschaffen hat. Ah, cool. Und das andere legendäre Pokémon Zekrom. Cool. Ich habe immer für die beiden geschwärmt und als ich sie vor 2 Jahren wirklich gesehen habe, war ich so ergriffen, dass ich weinen musste. Ja, super. Und Stromisierer. Ich habe das, was du willst. Aber wenn du es willst, du weißt, was jetzt kommt, oder? Ein Kampf. Drei Gladiatris? Das ist ein bisschen lame. Ich vermute mal, es gibt 4 Zahlen. Puh, du bist echt gut. Hier, das hast du dir verdient. Ah, die Plasma-Karte. Mit der Plasma-Karte kannst du das Passwort eingeben. Ab hier musst du allein klarkommen. Ich will mit dem Koch reden. Oh, kann man was essen? In der Durchsage eben ging es um dich, nicht wahr? Ach egal, ich bin sehr stark. Ich kämpfe
nicht gegen Kinder wie dich. Ich werde so tun, als hätte ich dich nicht gesehen. Ja, alles klar. Auf dem Schiff ist mir total langweilig. Ich spiele ein bisschen mit dir. Natürlich. Drei der vier Ziffern sind gleich. Okay, drei der vier Ziffern sind gleich. Das heißt entweder dreimal die 2 oder dreimal die 0. Okay. Danke dir für den Tipp, Bro. Du bist der Koch hier? Ich backe jeden Tag Brot. Ich bin sehr zufrieden damit, weil ich Brot gerne mag. Aber ich frage mich, ob es so gut für alle ist, dass jeden Tag nur mit Wasser und Brot gibt. What? Oh Gott. Da habe ich ein bisschen Mitleid mit Team Plasma. Ein Doppelkampf? Was willst du, Eindringling? Falls du gegen mich gewinnst, gebe ich dir einen Hinweis zum Passwort. Ein Hinweis. Eigentlich haben wir schon alles. Oh, ein Rollo. Ah, verdammt, wir haben die Vergiftung gar nicht aufgehoben. Hier kommt der Hinweis für das Passwort. Es ist eine Ziffernfolge. Haha, aber das bringt ja nichts. Eine Ziffernfolge? Ja, davon bin ich schon ausgegangen. Ich gebe dir noch einen Hinweis. Die zweite Ziffer ist die 2. Ja, okay, dann haben wir es schon. Dann müsste es 2220 sein. Theoretisch gesehen. Den würde ich auch gerne besiegen. Oh, der sieht stark aus. Lass uns kämpfen. Los! Mehr Hinweise braucht man eigentlich gar nicht. Oh, ein Radikal. Du bist stark, deswegen gebe ich dir einen Hinweis zum Passwort. Es besteht aus 4 Ziffern. Die letzte Ziffer ist die 2.
Moment. Obwohl, dann könnte es so sein. Es hieß ja, dass 3 Zweien drin sind. 2, 2, 0, 2. 22.02. Ist da irgendwas rausgekommen? Oder kommt 22.02. die nächste Pokémon-Gen raus? Ich habe keine Ahnung. Ne, im Februar 2022, so rum. Ja, dann wollen wir mal auch schauen, ob wir richtig liegen. Obwohl, warte, habe ich unten alles gecheckt? Ja. Ich habe hier nochmal ein bisschen umsehen, ob ich wirklich alles... Oh, die Ketten sehen schön aus. Hatten wir auch alles eingesammelt. Der Idiot schläft immer noch, ne? Ja. Wo ist denn mal die Pokéflöte, wenn man sie braucht? Ja gut, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part werden wir versuchen, ob das Passwort auch korrekt ist. Alles klar, bis dann.